Also, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Beitragsstellung von zu Hause Worlds. Dann mehr dazu nach dem Intro. Gaming mit Handicap. Das Infoportal für barrierefreies Gaming. Also, kommen wir zur ersten Kategorie. Und zwar Grafik. Dann kann man unsere Anzeige erstmal den Fenstermodus einstellen. Dort gibt es Vollbild, Fenstermodus und Fenster. Ja, darunter kann man die Auflösung einstellen und die Bildratenbegrenzung. Dann gibt es vertikale Synchronisierung, also V-Sync. Darunter V-Sync gibt es dann 3D-Auflösung, Bewegungsunschärfe, Gamma und Sichtfeld. Unter Qualität gibt es dann die Möglichkeit, die Grafikqualität einzustellen. Hier geht von niedrig bis ultra. So, dann gibt es Bildschirmeffekte, Sichtweite, Schatten, Texturen, visuelle Effekte und Vegetation. Und zum Schluss die chromatische Operation anzeigen. Dann kommen wir zur Audio-Kategorie. Dort kann man zur Lautstärke, kann man die Gesamtlautstärke einstellen, dann die Soundeffekte, die Musik und das Menü. Außerdem gibt es unsere Anzeige die Möglichkeit, die Sprache einzustellen. Und zum Schluss gibt es noch unser Gespräch, einmal Gesprächsuntertitel, dann Untertitel für Zwischen, Rufeanzeigen und Untertitel für Zwischensequenz. Also kommen wir zur Steuerungskategorie. Dort gibt es unser Maustastatur, X-Achse umkehren und Y-Achse umkehren. Dann gibt es noch Maustempfindlichkeit und Maustempfindlichkeit zielen. Und ich gleiche dann nochmal weiter unten. Unser Controller, da gibt es aber noch zusätzlich die Vibration, dann automatisch Sprinten. Und man kann die innere Todzone des linken Sticks, dann die äußere des linken Sticks und dasselbe nochmal beim rechten Stick. Und dann kommen wir zur vorletzten Kategorie, das Gameplay. Dann kann man Helm des Spielers anzeigen, aktivieren oder deaktivieren. Dann Helm der Begleiter. Dann gibt es die normalste Killkamera aktivieren. Zum Schluss gibt es dann noch Kopfwackeln. So, dann kommen wir schon zur letzten Kategorie, und zwar UI. Dort kann man allgemein die Schriftgröße einstellen, Tutorials aktivieren, Tutorial-Benachrichtigung, Inventar automatisch einklappen, Tooltip-Schadenanzeige. Da gibt es Schaden pro Sekunde und nur Schaden. Dann gibt es Gegenstandsgrundwerte zeigen. Gegenstände, die du im Spiel findest, wenn durch die verschiedenen Fertigkeiten deines Charakters verstärkt. Aktiviere diese Option, wenn du die Basiswerte von Gegenständen sehen willst, ohne dass sie von deinem Charakter beeinflusst werden. So, dann kommen wir zur Werte der Dialogfertigkeiten anzeigen. Dort gibt es nur bei beinahe Erfolg und immer. Aber wenn man es ganz nach links stellt, gibt es noch niemals. Und dort steht, damit werden die Werte der Dialogfertigkeiten in Gesprächen angezeigt. Bei immer stand die Werte werden immer angezeigt, dann nur beinahe. Die Werte werden nur angezeigt, wenn du damit beinahe Erfolg hast. Und niemals halt, da werden die Werte niemals angezeigt. Ja, des Weiteren gibt es dann noch schwebenden Kampftext anzeigen. Und damit werden Schadensnummern neben getroffenen Gegnern angezeigt. Da unter Gespräch gibt es Dialogoptionen beim Zuhören anzeigen. Und Dialogoptionen werden erst angezeigt, wenn der Sprecher fertig gesprochen hat. Oder also man kann einstellen, die Antworten sieht, die man auswählen kann, war halt direkt beim Reden. Und so müssen wir erstmal warten, bis halt der NPC fertig geredet hat, bevor man dann da halt die Antwort auswählen kann. So, und da hat gibt's schon einmal die Hard-Sichtbarkeit, so, dann gibt's Fadenkreuz, dort gibt's ein, nur im Kampf und nur zielen oder halt aus. Außerdem gibt's Auftragsaktualisierung, da kann man zwischen verzögertes verblassen, ein und auswählen. Dann Wegpunktmarker, kann man auch an- und ausschalten, dann Interaktionskonturen. Unter Interaktionskonturen gibt es dann noch die Möglichkeit, die Anzeigedauer von Benachrichtigungen einzustellen. Dann Begleiterkonturen. Begleiter werden von einer Konturlinie umgeben, damit sie sich von anderen NSCs abheben. Als vorletztes gibt es noch Gebietsnamen. Dort kann man verzögertes verblassen, aus- oder ein- auswählen. Und zum Schluss gibt es noch Erinnerungen an Stufenaufstieg. Man zeigt beim Betreten eines neuen Gebiets Erinnerungen im HUD an, wenn du ungenutzte Fertigkeits- oder Vorteilspunkte hast.
So, wir hoffen, dass wir euch mit dem Video weiterhelfen können. Wir würden uns auf jeden Fall selber einen Daumen nach oben. Kommentar oder Abo dem mal freuen. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr zum Beispiel Nachrichten kriegt, sobald ein neues Video online kommt. So, damit haut rein und ciao.